Jetzt entfacht doch noch der Rosenkrieg beim einstigen Love Island Traumpaar. Obwohl Elena Miras und Mike Heiter das Kuppelformat 2017 noch mit unterschiedlichen Partnern verlassen, finden sie kurz nach Showende zusammen. 3 Jahre lang sind sie ein Paar, seit 2018 Eltern der Kleintochter Eileen. Vor einigen Wochen machen sie aber dann bekannt, sie gehen getrennte Wege. Zwar sieht es erstmal so aus, als würden sich die beiden für das Wohl der Kleintochter zusammenreißen und weiterhin ein harmonisches Verhältnis pflegen wollen, nun entwickelt sich aber doch eine Schlammschlacht, die sich gewaschen hat. Sowohl Elena als auch Mike machen einander schwere Vorwürfe. Aber der Reihe nach. Nachdem der 28-Jährige Anfang November kundtut, dass er es nicht begrüßt, dass Elena mit seiner Tochter Eileen und 2 für ihn unbekannten Männern im Urlaub ist, scheint Elena zurückzuschlagen. Sie droht erst damit, in einem TV-Interview über ihren Ex auszupacken und zieht es dann auch durch. Wie kann man eine Person öffentlich so bloßstellen wollen, dass alle einen hassen, obwohl er genau weiß, dass ich alles für meine Tochter getan habe und tun werde? Mike hat nie das Interesse gezeigt, das er haben müsste. Er war oft im Fitness unterwegs, das war sein Leben. Ich musste Mike jedes Mal schreiben: Mensch, ruf deine Tochter an. Ja, Fans der temperamentvollen Ex-Partner ahnen es bereits. Diesen Vorwurf lässt Mike natürlich nicht einfach so auf sich sitzen. Elena ist keine schlechte Mutter, ist einfach ein schlechter Mensch in meinen Augen. Die Vorwürfe, dass ich ein schlechter Vater bin, in ihren Augen ist es vielleicht so, aber ich sage euch, ich habe mein Menschenmöglichstes getan, um ein richtig guter Vater zu sein, soweit sie es zugelassen hat, weil es ist egal, was ich gemacht habe, es war immer schlecht. Seine Familie bekommt Eileen ebenfalls nur selten zu Gesicht, weil die Brünette ein Treffen stets durch Ausreden verhindern soll. Doch sein Statement besteht nicht nur aus Rechtfertigungen. Er feuert auch Anschuldigungen zurück. Die Beziehung war teilweise einfach die Hölle. Ich habe alles ertragen, meiner Tochter zuliebe, weil ich einfach meine Tochter aufwachsen sehen wollte. Und deswegen habe ich die ein oder anderen Sachen so weggesteckt. Zusätzlich haben auch laut Mike Lügen eine Rolle gespielt. So fliegt seine damalige Partnerin auch zuvor mit den Männern nach Ibiza, obwohl sie behauptet, mit einer Freundin unterwegs zu sein. Und besonders bei einem der Begleiter würden nicht nur freundschaftliche Vibes in der Luft liegen. Es haben mich Nachrichten erreicht zu der Zeit, dass manche irgendwie den Typen kennen und mir gesagt haben, dass der Typ schon vor mir mit Elena was hatte, jetzt nach mir mit Elena was hat und womöglich auch zwischendrin. Auch beim kürzlichen Promi-Boxen soll er damals vor Ort sein. Nach dem Beziehungsabschluss verfolgt Mike nur noch ein Ziel. Er will um ein geteiltes Sorgerecht kämpfen, weil er befürchtet, seine Tochter nicht mehr sehen zu können. Denn Elena hat aktuell noch das Alleinige. Und deren öffentliche Antwort auf die Abrechnung lässt selbstverständlich nicht lange auf sich warten. Sie läutet die nächste Rosenkrieg-Runde ein. Mike sei von der Geburt an kaum für seine Tochter da und erkennt damals die Vaterschaft erst ein Jahr nach der Geburt an. Und auch in anderen Bereichen glänzt der Tattoo-Freund nicht unbedingt. Du trägst Gucci und fährst Porsche, aber du kaufst nichts deiner Tochter. Und du weißt genau, du hast schon über 12.000 Euro Schulden bei mir. Für Eileen hast du nie 1 Euro ausgegeben, nicht 1 Euro. Auch nach der Trennung fragt Mike sie angeblich, ob sie ihm über 10.000 Euro leihen kann. Elena betont jedoch auch, dass dies nun ihre letzte Äußerung zu der Thematik ist. In ihrem aktuellen Posting richtet sie sich nun noch einmal an ihre Tochter. Ich entschuldige mich jetzt schon bei dir, Schatz, dass es keinen anderen Weg mehr gab, außer auch mal was zu sagen. Ich bin froh zu wissen, dass du nichts vermisst, weil es einfach noch nie da war. Nicht jeder Erzeuger verdient den Titel Vater, heißt es da unter anderem. Nun, und das klingt nicht wirklich so, als sei bei Mike und Elena zeitnah eine Versöhnung in Aussicht.